Herzlich willkommen zu einer neuen Rache des Sub. Und dieses Mal mache ich mir wirklich richtig in die Hose. Denn es ist ein Avell-Unpacking Juni 2018. Juni ist eigentlich fast gefährlicher als Mai, denn ja, da kaufe ich mir ja meistens was von meinem Geburtstagsgeld. Und Avell-Unpackings sind sowieso nochmal viel schlimmer als einfache Neuzugänge. Denn da trudeln meistens Bücher ein, die ich irgendwie einfach nur mal so mitgenommen habe, weil wer Avell nicht kennt, das ist so eine Seite, wo man Mängelexemplare kaufen kann. Und leider sind dann da oft so, das könnte dich auch noch interessieren, und schwupp sind dann plötzlich irgendwelche Bücher in meinem Warenkorb, die ich noch nie gesehen habe oder die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und ich glaube, da sind verdammt viele Subleichen immer. Und ich habe noch nicht mal meine Rache des Sub von Mai hier, irgendein Buch davon gelesen. Ich hänge immer noch in der alten. Oh, langsam wird's eng, Leute. Aber ich würde sagen, ich rutsche jetzt gleich nochmal zur Seite und dann schauen wir uns einfach mal die Rache des Sub für Juni 2018 an. Wer es übrigens noch nicht kennt, ich schaue mir, wie gesagt, ein Video von 2018 an, was vor den Jahren da passiert ist und ob ich es bis heute gelesen habe oder nicht. Und ja, damit fangen wir jetzt mal an. Okay, es war so klar. Es ist direkt das erste Buch und ich habe es noch nicht gelesen. Beautiful Liars. Ich habe es noch da rumstehen. Es ist ja irgendwie, ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist. Irgendwie was mit so einem Hochhaus. Keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht mehr drin in der Geschichte. Ich weiß nur, dass es super viele total gefeiert haben und dass das Cover so mega schön war und dass eben dieser Inhalt so ein bisschen skurril klang, dass ich das mal unbedingt lesen wollte. Habe ich natürlich nicht getan. Ich habe ein bisschen Angst, es ist auch direkt eine Reihe. Ich muss erst mal gucken, ob ich die anderen Bände noch alle, ob die alle übersetzt wurden und ob ich alle kaufen kann und auch alle im Hardcover kaufen kann, weil ich mache nicht wieder den gleichen Fehler wie letztens mit Ein Meer aus Tinte und Gold. Verdammt. Okay, dann haben wir The Promise von Richelle Mead. Das habe ich aussortiert. Ich wollte das Buch gerne lesen, weil das ja von der Autorin ist, die auch Vampire Academy geschrieben hat, und da mochte ich den ersten Band als Hörbuch sehr gerne. Allerdings habe ich gesehen, dass The Promise eben nicht weiter übersetzt wurde. Das habe ich dieses Jahr erstmal gesehen, nachdem ich eben das Problem mit den anderen Büchern hatte. Habe ich da mal so in mein Bücherregal reingeschaut, und The Promise, da gibt es schon Band 2 und Band 3 im Englischen seit Jahren und es wurde überhaupt nicht mehr weiter übersetzt. Deswegen fange ich damit gar nicht erst an. Ist schon rausgeschmissen. Oh, Silba, das zweite Buch der Träume. Ich habe die komplette Trilogie von Kerstin Gier gelesen und fand das auch total schön. Da geht es ja um so ein Mädchen, was in so eine, ja, in so eine Art Korridor geht, wo hinter jeder Tür ein Traum ist. Und ich fand es echt schön. Ich mochte die komplette Welt, auch wenn viele sagen, dass die weiteren Bände immer schlechter fanden. Okay, ein bisschen nachgelassen hat es schon, aber ich mochte Silber so gerne und generell alles von Kerstin Gier. Was so Jugendbücher angeht, mochte ich total, beziehungsweise ja, fast alles. Oh, danke, 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 liebe Lea vom Kanal City of Words and Pages. Denn deinetwegen habe ich ja Paper Swan von Leila Atta dieses Jahr, ich glaube, das war das erste Buch, was ich in diesem Jahr beendet habe, gelesen. Das ist so ein bisschen eine Entführerstory mit ein bisschen so Mafia, dunkle Seite, Gedöns. Und das reiche Mädchen wird halt eben von diesem Typen entführt und sie denkt eigentlich, sie muss jetzt sterben, aber dann nimmt er sie mit auf ein Schiff und ist sie halt so die Gefangene. Und erst denkt man so ein bisschen, typisch Stockholm-Syndrom, aber dann merkt man nachher, dass da doch noch ein Twist hintersteckt. Ich fand das Buch echt cool und schade, dass es das so nicht mehr zu kaufen gibt, nur noch als E-Book und dann mit einem sehr hässlichen Cover. Aber das fand ich tatsächlich besser, als ich dachte. Und ich kann verstehen, warum das viele mochten. Ich habe es ja da wegen Lucia von Magical World of Books mal gekauft, weil die das so gefeiert hat. Oh, das habe ich auch gelesen. Hammer. Siren von Kira Kess. Das ist ja die Autorin, die Selection geschrieben hat. Und in Siren geht es um ein junges Mädchen, das eine Sirene ist, noch mit so ein paar anderen Mädels. Und sie hat halt das große Problem, sie kann nicht mit Menschen reden, denn sonst sterben sie sofort. Sie wollen sich eigentlich quasi direkt ins Wasser stürzen und ums Leben kommen. Aber sie trifft halt einen Mann, der ihr sehr gut gefällt, aber das hat natürlich keine Chance. Und ja, ich fand es gar nicht so schlecht, aber ich fand es auch nicht so gut. Also es war so ein mittelmäßiges Buch, es war mal was anderes. Über Sirenen habe ich noch nichts gelesen, aber man merkt, dass die Autorin das vor Selection geschrieben hat und da kommt es auf jeden Fall nicht mit. Aber wenn ihr mal auf Sirenen und Einzelband Lust habt, dann schaut euch gerne mal Siren an. Oh nein, ich hatte so Angst, dass das kommt, ne? Ich hatte so Angst, dass das kommt. Night School.
Ich sehe gerade, es ist der letzte Band der Reihe sogar gewesen. Ich habe Night School noch nicht angefangen, Leute, aber Night School ist eine Reihe, die ich komplett hier stehen habe. Ich glaube, seit 3 Herbsten wollte ich Night School anfangen, aber ich habe mir jedes Mal die Reihe zusammengesucht. Ich habe mir da immer bei Avell, wenn es einen gab, habe ich mir den Band geholt. Ich weiß nur, es ist so eine Internatsgeschichte, die nichts Übernatürliches hat. Ich fand nämlich, die Cover haben sehr danach geschrien, aber das ist es wohl nicht. Einfach nur so ein bisschen Mystery und ja, eben Internatszeug. Aber verdammt, verdammt. Erstens wollte ich es im Herbst anfangen zu lesen. Ich weiß nicht, wie viele Monate ich mir jetzt nochmal Zeit gegeben habe, bis wann ich das jetzt beendet haben müsste, dann laut der Rache. Aber ich bin am Arsch, Leute. Ich weiß nicht. Also da werde ich auf jeden Fall nicht jetzt dieses Buch genau beenden, aber ich glaube, ich müsste mal mit Band 1 endlich anfangen. Oh Gott. Überhaupt keine Lust darauf. Aktuell. Ah. Oh Gott, warum straft mich diese Rache dieses Mal so? Ah, Amrita oder Amrita, ich weiß es nicht. Ah, das ist ein Buch. Ich wollte das auch schon die letzten 2 Winter lesen. Hab's immer, also ich habe schon Winterfotos davon gemacht. Ich wollte es eigentlich im letzten Jahr lesen, aber dann war der Winter so vorbei und dann hatte ich nicht mehr Lust auf dieses Fantasy-Zeug und habe gedacht, okay, dann im nächsten Winter. Ich habe die Fotos halt für Instagram schon gemacht. Im Winterlook, dann kann ich doch jetzt nicht. Wir haben Mai, Juni, dann wäre es ja irgendwie, ich würde ja dann ab Juli zählen, Juli, August, September, Oktober. Ja, also das werde ich garantiert nicht lesen bis Oktober. Ich sag's euch, das habe ich mir für den Winter zurechtgelegt. Also ich glaube, das wird ein Buch, da müsste ich mal was reinschmeißen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, worum es geht. Ich habe irgend so ein Königreich und sie muss fliehen, weil dann da einer ja, Machtübernahme und so. Und ja, ein bisschen fantasyreich, aber ach verdammt, ich fühl mich gemobbt. Nein. Und dann habe ich das Buch auf ja, großer Meinung einer Zuschauerin gekauft. Ich gehe gleich nach Hause. Aber es ist, scheint ein kleines Büchlein zu sein. Es ist Sweet Filthy Boy. Das habe ich mal gekauft, weil Gabi von Gabi Glam Books ja, das Buch so toll fand. Und sie war ja so diese New Adult und ja, sexy, hexy Queen irgendwie für die Geschichten. Das ist wohl auch wieder so eine ja, Bad Boy. New Adult-Geschichte. Ich habe einfach keine Lust dazu gehabt. Irgendwie, das spricht mich gar nicht an, dieses Cover. Ich habe es halt wirklich nur auf die Meinung hingekauft, auf der Meinung, die Meinung hingekauft. Kein Deutsch. Das wird witzig. Aber da denke ich mir so, ich habe halt nur diesen, das ist der erste Teil und das lässt sich vielleicht schnell lesen, aber nicht ich und schnell lesen. Das, na, ich habe schlechte Laune. Okay, das habe ich aussortiert. Ich meine, ich habe da auch erzählt, dass das ein Fehlkauf war, weil ich habe Obsidian von Jennifer L. Armentrout, da habe ich den ersten Band mal als Hörbuch gehört und dachte dann, ich fange die Reihe vielleicht mal an, wollte aber eigentlich die Hardcover haben und habe dann bei Avell nicht gesehen, dass das hier das Taschenbuch ist und das wollte ich eigentlich gar nicht. Mittlerweile möchte ich die Reihe generell eher weniger lesen, obwohl ich den ersten Teil echt gut fand, aber ich glaube, da gibt es ja wieder so viele Teile und Spin-offs und Vorgeschichten und dann aus seiner Sicht und ich blicke da nicht mehr durch und ich glaube, so mittlerweile bin ich ein bisschen raus da, aber. Wie gesagt, den ersten Band fand ich nicht schlecht. Ich glaube, da ging es ja um irgend so Lichterwesen und also wieder sowas irgendwie übernatürliches, Fantasy-mäßiges und ein normalsterbliches Mädchen und Big Love und na, das Übliche halt. Aber da habe ich mich definitiv vergriffen. Das wollte ich nicht als Taschenbuch. Und jetzt gar nicht mehr. Okay, ich muss jetzt mal sagen, so viel ist es jetzt doch nicht im Endeffekt. Ich glaube, da habe ich gerade irgendwie das Gefühl gehabt, es ist mehr, aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, weil ich hier alle Bände von da habe. Verdammt. Aber im Endeffekt sind ja 4 Bücher gar nicht so schlimm. Das Problem ist einfach nur, ich lese, wie gesagt, nicht so viele Bücher. Ich habe in diesem, also im letzten Monat ja auch 2 Bücher nur beendet. Und wenn man halt noch andere Bücher außerhalb der Rache liest, dann wird das ein bisschen tricky. Uiuiui. Ja, also bei Sweet Filthy Boy, was das ist für Deutsche echt immer schlimm, geht es um eine brave College-Studentin und einen verführerischen Franzosen und eine schicksalshafte Nacht in Las Vegas. So, wir haben Mia und Mia, ja, die geht wohl bald aufs College, beginnt dann ein Studium und möchte vorher noch mal ein bisschen Spaß haben, bevor so der Ernst des Lebens anfängt und trifft dann eben auf den super sexy Franzosen. Heiße Küsse, und ihre Zukunftspläne werden total über den Haufen geworfen. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Ansel, Julien, wie auch immer. Er will eigentlich nur eine wilde Partynacht in Las Vegas verbringen, bevor er wieder zurück nach Frankreich fährt. Und ja, Mia durchkreuzt eben auch seine Pläne, denn eigentlich wünscht er sich mehr als einen One-Night-Stand. Ja, mal schauen, ne? Es klingt halt so nach einem süßen kleinen New-Adult-Buch.
Mal gucken, was mich da erwartet. Night School. 5 Bände. Alle hier. Noch kein angefangen. Wollte Anna im Herbst anfangen. Ja. Du darfst keinem trauen. Das ist jetzt der erste Band und hier geht es um Ellie. Und Ellie, die wurde im Internat Cimera aufgenommen. Allerdings gegen ihren Willen, da wollte sie überhaupt nicht hin. Und das ist wohl ein Internat mit sehr vielen Geheimnissen. Es ist von einem ominösen Night School die Rede, von einer Night School die Rede. Und dann wird sie sogar angegriffen, es passieren weitere mysteriöse Vorfälle und am Ende geschieht sogar noch ein Mord und Ellie wird verdächtigt. Ja, was es damit auf sich hat, werde ich dann ja irgendwann mal herausfinden. Das ist auch so eine Reihe, die ist ja mal so mega durch die Decke gegangen, dann hat man irgendwie gar nichts mehr so davon gehört. Das ist ja meistens so. Aber meinetwegen werdet ihr dann wahrscheinlich nochmal was davon hören. Dann haben wir dieses wunderschöne Cover von Beautiful Liars, Verbotene Gefühle. Ja, wir haben hier New York 2118, sind also schon weit in der Zukunft und anscheinend im höchsten Wolkenkratzer der Welt. Und oben leben die Reichen und unten die Armen. Also, ich weiß nicht, was das für ein riesen Wolkenkratzer ist, aber egal. Auf jeden Fall haben wir hier Avery und ihr liegt die Welt quasi zu Füßen, denn sie ist ganz oben bei den Reichen. Hat allerdings ein kleines Geheimnis, nämlich die Liebe zu ihrem Stiefbruder. Von der darf keiner erfahren. Allerdings kommt wohl ziemlich schnell heraus, dass ihre Freunde viel mehr dunklere Geheimnisse haben und Averys Welt bald wohl wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen wird. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das sind ja auch mehrere Bände, muss ich mal schauen. Aber bis jetzt, ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe dieses Mal zumindest das Glück, dass ich alle Bücher lesen möchte. Wie gesagt, Night School habe ich jetzt zwar aktuell nicht wirklich den Drang, danach es zu lesen, aber rein theoretisch habe ich schon Lust, das alles zu lesen. Ich glaube, nur Amrita werde ich wahrscheinlich nicht in der Zeit schaffen, weil das möchte ich wirklich im Winter lesen. Ja, wir haben halt, ich glaube, das ist eher so ein bisschen eine orientalisch angehauchte Welt auch wieder, wo es geheimnisvolle Tempel, wolkenverschleierte Berge gibt. Und Prinzessin Amrita, die lebt da eben in dieser Welt und liebt diesen Ort. Allerdings gibt es wohl einen schrecklichen Tyrannen und um eben dieses Königreich vor ihm zu schützen, willigt sie ein, diesen Tyrannen zu heiraten. Allerdings folgt danach direkt der Verrat und ja, ihre ganze Welt wird ins Chaos gestürzt. Sie muss ihre große Liebe zurücklassen, also das Königreich, und fliehen. Und zwar mit einer Seherin und einem geheimnisvollen Fremden und sie wollen die Bibliothek des Seins suchen, um ihre Geschichte neu zu schreiben. Und welchen Preis wird sie dafür bezahlen? Ich habe tatsächlich noch nicht wirklich viel von diesem Buch gehört. Wie gesagt, eine Zuschauerin hat mir das mal empfohlen und hat gesagt, das war ganz cool. Bin gespannt. Also das werde ich definitiv nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen, aber im Winter nehme ich es mir wirklich, wirklich wieder vor. Und wenn ich es dann nicht gelesen habe, Leute, dann schmeiße ich es wirklich raus. Aber das möchte ich wirklich im Winter lesen. Ah, das war meine Rache des Sub, Leute. Irgendwie hat mich die diesmal mehr aufgewühlt als die letzten beiden. Ja, mal schauen, wann ich es lese. Aber lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr eines dieser Bücher schon gelesen habt, wie euch das so gefallen hat. Vielleicht gibt mir das ein bisschen mehr Motivation und ich lese es ja dann doch noch schneller und freue mich dabei. Yay. Ja, ansonsten bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem nächsten Video wieder. Ciao!